Ja, servus Jungs und Mädels, ich bin's, euer Mega Omre. Heute wieder mit dem Sombrero auf, ist ja klar, letzte Woche war ja eine Ausnahme. Und ja, außerdem eine Ausnahme im Hintergrund hier in dem Video, ihr seht es schon, GTA. Jetzt kommt Modern Warfare 2 wieder raus, Chimido. Ja, nee, ich dachte mir, nachdem, wenn ja alles gut läuft, es beim nächsten Donnerstag eventuell ja sogar schon Ghosts Gameplay geben wird, habe ich mir gedacht, okay, jetzt greifen wir nochmal ganz tief in die Trickkiste und packen nochmal Modern Warfare 2 aus. Denn das ist ja das Call of Duty, mit dem ich meinen Einstieg in die Online-Welt hatte. Also ich hatte COD 4, also Modern Warfare, hatte ich auch zwar schon gezockt, aber nicht online. Modern Warfare 2, das ist das erste Spiel, wo ich so richtig angefangen habe, online zu spielen. Und damit ist eigentlich so die ganze, ja, meine ganze Call of Duty-Geschichte gestartet, sage ich mal. Und boah, ich kann mich noch gut erinnern, damals in meiner alten Wohnung, wo ich noch alleine gewohnt habe, der Halbwurm jedes Wochenende immer bei mir zu Besuch gewesen, immer schön auf der Couch gefläzt, hier mit dem Bierchen, hier die Tüte Chips und dann schön groß auf der Leinwand immer gedaddelt, Free for All, standardmäßig immer nur gespielt bei Modern Warfare 2, deswegen jetzt hier auch eine Runde Free for All. Und ja, hat einfach immer super Spaß gemacht, so er eine Runde, ich eine Runde. Und das ging dann bei Black Ops dann später auch noch weiter, so dass ich dann irgendwann sogar entschieden hatte, ja jetzt, ach komm, was soll's, ich kaufe mir noch eine zweite Playstation. Und dann saßen wir da immer nebeneinander, ich am PC-Bildschirm und er auf der Leinwand, immer ins selbe Spiel rein und geil abgefeiert und gezockt. Boah, das war eine geile Zeit, ja, so richtig cool. Und naja, jetzt dachte ich mir einfach nochmal so ein bisschen in Erinnerung schwelgen, während man so drauf wartet, dass das neue Call of Duty kommt. Und naja, zu Modern Warfare 2 muss ich sagen, also ich habe jetzt anderthalb Stunden ungefähr dran gesessen, bis ich so einigermaßen Gameplay zusammengebracht habe, weil, ja, ich finde es halt schade, dass die alten Call of Duties nicht mehr so richtig supported werden, wenn ich es im gleichen Augenblick auch verstehe, weil es ist ja klar, dass die Publisher und so ihr Hauptaugenmerk auf das aktuelle und natürlich auf das nächste Call of Duty haben und das letzte Call of Duty kriegt mal noch so den ein oder anderen Patch, wenn es zu schlimm wird. Aber Modern Warfare 2 ist halt, glaube ich, schon so weit zurück in der Vergangenheit, dass die sich dann auch denken, ach komm, das zockt doch eh keiner mehr, ob die Leute jetzt da durch die Gegend fliegen oder nicht, du scheiß drauf. Ja, und ich muss auch sagen, so in jeder Lobby, du, da kommt die Nuke nach 10 Sekunden, hier Aimbot, hier Wallhack, da fliegen die Leute durch die Gegend, da kannst du sie nicht abschießen, 1000 Hitmarker durch den Körper. Und ja, schon ein bisschen nervig, weil ist halt schon ein geiles Spiel eigentlich, so alles in allem. Aber es ist halt doch jetzt relativ unspielbar geworden, leider mittlerweile, weil, naja, nachdem es dann halt so das nächste Call of Duty kommt, dann packen sie die Hacks aus, keiner ist mehr so richtig hinterher und dann macht jeder da Larifari, wie er lustig ist und so. Naja, gut, aber in diesen Runden, die ich da gespielt habe, die so einigermaßen normal verlaufen sind, auch da muss ich sagen, boah, ich habe es echt viel geiler in Erinnerung gehabt eigentlich. Ich dachte mir so, ja, Modern Warfare 2 war doch ganz proper, immer gespielt, war doch cool. Aber ich muss sagen, Halleluja, da der graue Matsch des Todes, den musst du erstmal so ein bisschen so beiseite schieben. Und dann ist noch der Nebel des Grauens da. Und wenn der dann auch noch weggewischt ist, dann bleibt noch so ein bisschen, ja, matschige, verwaschene Textur übrig. Und ja, das ist Modern Warfare 2. Herzlich willkommen, meine Jungs und Mädels. Also da war ich schon so ein bisschen erstaunt. Das ist doch so von der Qualität grafisch und von der Steuerung her auch schon sehr holprig ist und naja, ich habe mich da auch schwer getan, einigermaßen gutes Gameplay rauszuzocken, deswegen das, was hier im Hintergrund läuft, das war schon so das Höchste der Gefühle ungefähr, also ich denke mal, damit ja, ließ ich nicht sehr viel mehr rausholen. Habe noch ein anderes Spiel gehabt, wo ich so, ja, schon so Harrier, AC-130, ich dachte so, ja, jetzt packst du die Nuke noch aus, aber dann hat jemand irgendwie dann doch mein Versteck entdeckt und naja, Pech gehabt. Nee, aber auf jeden Fall bin ich super gespannt auf Ghosts. Ich hoffe mal, dass es dann so früh wie möglich auch in den Händen halten kann und wie gesagt, vielleicht dann sogar fürs nächste Donnerstag schon das erste Gameplay zeigen kann. Ich habe außerdem eine schöne neue kleine Miniserie, sage ich mal wieder, in Planung für den Start von Ghosts. Sowas in der Art habe ich auch noch nicht gesehen. Viel mehr verrate ich mal noch nicht, aber es werden so 7-8 Teile vielleicht sein. Also nicht jetzt wie die Free-for-All-Challenge, was so kontinuierlich kommt, sondern eher so 7-8 Teile und dann ist es auch abgeschlossen. Aber ich denke mal, das könnte ganz interessant werden. Und da habt ihr sicher auch euren Spaß dabei und ich natürlich auch. Ja, jetzt, wenn das Donnerstag hochgeht, also Donnerstag, ist auch der Tag, wo meine Freundin zu ihren Eltern fliegt. Das heißt, ab sofort habe ich jetzt hier sturmfreie Bude bei mir zu Hause. Und ja, werde dann gucken, dass ich jetzt auch recht schnell mit dem Let's Play starte. Ihr wisst ja, Rain steht auf dem Programm, das will ich jetzt starten.
Und ja, ich denke mal, ich werde es so in so 20-minütige Parts ungefähr schneiden. Ich habe mal so bei ein paar anderen Let's Playern reingeguckt, wie die das so machen, wie die das gliedern und so. Und ja, im Regelfall war es eigentlich immer überall so 20 Minuten. Weil ich glaube, eine halbe Stunde ist schon zu viel, um sich das so am Stück anzuschauen. Und wenn ich nur 10 Minuten mache, dann werden es zu viele Teile. Und ich denke mal, 20 Minuten ist da so ein guter Mix irgendwie aus beiden Welten. Da hat man dann so, denke ich mal, eine richtige Länge, wo man sich das Video dann auch komplett anschauen kann. Und wo es dann aber auch nicht zu viele Teile werden, weil ich will jetzt auch nicht dann anfangen, jede Woche ein Part zu bringen und dann irgendwann, keine Ahnung, nächstes Jahr Weihnachten ist es dann doch mal fertig. Das will natürlich auch keiner. Sondern ich will dann schon schauen, dass so alle 2 bis maximal 3 Tage ein neuer Part kommt und rechne mal ungefähr damit, dass es vielleicht am Ende so bei, ja, 10 bis 15 Parts irgendwie sich belaufen wird von der geschätzten Laufzeit des Spiels. Aber gut, lassen wir uns da einfach mal überraschen. Ich bin auf jeden Fall schon super heiß drauf, freue mich auf das Projekt Let's Play und hoffe, dass es auch ein paar von euch interessiert, dass es da nicht nur unbedingt immer Call of Duty sein muss oder so, sondern dass vielleicht auch einige dann Interesse haben, einfach mal zu sehen, wie ich so ein Spiel spiele. Und ja, bin ich auf jeden Fall mal super gespannt drauf. Ja, ansonsten, wie gesagt, bei Ghost, T-Martin hat ja schon wieder ein paar schöne neue Videos auch gepostet, wo er so ein bisschen erklärt hat, wie es aussieht mit den, ja, es wird jetzt nicht mehr so dieses Create-a-Class-System geben, es wird nicht das Pick-10-System geben, es wird so ein, ja, ich sag mal, Pick-12-System sein. Jetzt hast du halt dann zukünftig ja 12 Punkte zur Verfügung und ich glaube, es war dann so, dass für Primary, Secondary gibt es jeweils einen Punktabzug, Equipment und Granate. Das heißt, irgendwie 4 Punkte kann man für seine Waffen verballern und dann bleiben noch 8 Punkte übrig, die du für deine Perks einsetzen kannst. Und so ganz aufgeschlüsselt haben sie die Perks immer noch nicht. Also es sind schon so einige bekannt, aber noch nicht so alle. Und die Idee finde ich aber, wie gesagt, super geil, dass du jetzt sagen kannst, okay, ich nehme jetzt entweder so 6, 7, 8 ganz schwache Perks oder nehme vielleicht eher 2 ganz gute, dass man das so in so Punkten kategorisiert hat. Also die Idee finde ich schon sehr gut. Und ja, Hauptsache Off the Grid ist wieder dabei, was ja früher Ghosts oder Assassin oder keine Ahnung, wie es noch früher hieß, schön vom Radar runter, das ist ja bei mir immer super beliebt. Und 3 Punkte wird das, glaube ich, beanspruchen. Aber es wird dann noch ein paar andere schöne Sachen geben und dann kann man sich seine Klasse schön kombinieren. Kannst natürlich auch wieder sagen, scheiß auf die Secondary oder Granate brauche ich nicht, nimm lieber noch einen Perk mit. Also das wird schon eher wieder so angelehnt sein wie an das Black Ops 2 jetzt. Nur was die Score-Streaks, sage ich jetzt mal, betrifft, es werden halt wahrscheinlich wohl wieder keine Score-Streaks sein, sondern es werden wieder Point-Streaks sein. Also sowas wie Assists zum Beispiel oder gegnerisches Equipment kaputt machen wird wohl wieder nicht dazu zählen, sondern eher wieder nur eventuell Killstreaks ausschalten und ja, Kills machen natürlich, ist ja klar. Aber naja, ich bin trotzdem mal gespannt. So die letzten Spielmodi werden jetzt auch so nach und nach offenbart, um was es da geht. Also da kommt, denke ich mal, auch wieder schön was Frisches, Neues rein und ich kann es einfach gar nicht erwarten, endlich loszulegen. Und ich hoffe, ihr seid genauso heiß drauf und dass wir uns dann da auf den Servern wieder sehen. Ich werde dann auch wieder sehr viel mehr zocken. Also dann stellt euch auch darauf ein, dass ich mit den Abonnenten wieder sehr viel mehr zusammen mache. Black Ops 2 war jetzt einfach überhaupt gar keine Lust mehr da bei mir. Deswegen habe ich da jetzt auch kaum noch gespielt. Aber am Anfang bei Ghosts, parallel zu den Videos produzieren für YouTube, will ich auf jeden Fall auch wieder sehr viel mehr selber zocken und da einfach wieder mehr Zeit mit euch verbringen und einfach da wieder mal ein bisschen quatschen und Blödsinn machen und so. Das, denke ich mal, wird gerade am Anfang wieder super, super geil sein. Gut, Jungs und Mädels, das soll es für diesen Donnerstag wieder gewesen sein. Ich wünsche euch ein super geiles Wochenende. Wir sehen uns bald wieder. Verlasst euch drauf. Euer Umbre.